Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Weiter geht's jetzt mit Midas Gold Plus. An sich ist das Spiel eigentlich zu Ende. Wobei, was die Errungenschaften bei Steam angeht, war es vorher schon zu Ende. Aber ich habe jetzt tatsächlich endgültig den letzten Champion freigeschaltet. Wolf ist jetzt in meine Dienste getreten. Ich habe genug Sachen zusammengesammelt. Und trotzdem ist das Spiel wahrscheinlich heute erst das vorletzte Mal dabei. Also einmal werde ich es noch mit zeigen, weil irgendwie habe ich doch den Ehrgeiz, auch hier diese letzten beiden Stufen noch zu vervollständigen. Also tatsächlich die Raid Points noch auf 28 und dann wahrscheinlich auf 30.000. Ich hoffe, dass danach nur 30.000 kommen. Und vermute mal, dass in ein bis maximal zwei Monaten das auf jeden Fall abgeschlossen sein sollte. So, genau, hier habe ich jetzt schon die Knowledge Production, die ich aber jetzt noch nicht aktiviere, weil es im Moment nicht so relevant ist. So, den Tagesbonus noch eingesammelt. Und wie ihr sehen könnt, auch hier finden die Upgrades ihr Ende. Bei 2 hoch 282 ist dann Schluss. Das heißt, das ist das letzte Upgrade. Und eben bei dem Spiel ist, nachdem mir das bei Crusaders of the Lost Isles so aufgefallen ist oder beziehungsweise thematisiert wurde, dass die eben bei über 300 irgendwie Probleme hatten und ich dann nochmal nachgeschaut habe, was so die Speicherfähigkeit von einem Double ist, dann wurde es auch logisch, dass nachdem hier sozusagen alles Relevante ist, diese Werte auf 1 hoch 300 festgesetzt wurden, weil 1e, also hoch 308 ist so das Maximale, was so ein normaler Double speichern könnte als Wert. Wäre noch ein bisschen ungenau, aber das ist zumindest der Wertebereich, in dem er arbeiten kann. Und das erklärt zumindest auch, warum das Spiel zumindest hier bei 300 oder kurz davor letztlich zu Ende geht. Und nicht nur der Champion ist der letzte aufgetaucht, sondern tatsächlich der Dragon of the Void war der letzte. Ich hatte beim letzten Mal schon die letzte Arena absolviert. Aber den Dragon of the Void hatte ich zwar schon, denke ich, aber noch nicht auf Level 10. Und selbst das darf ich nicht weitermachen. Also ich darf selbst, auch wenn es nichts mehr bringt, aber ich darf selbst hier den nicht weiter aufleveln. Ich darf ihn nicht mehr füttern hier. Ich habe das Maximallevel erreicht. Ich darf ihm nichts mehr zu futtern geben. Die Dinge sammeln sich halt jetzt an. Nicht, weil ich hier jetzt noch die ganzen Stunden aktiviere, weil auch das ja, lässt sich leider nicht mehr deaktivieren. Also klar, ich könnte die Sachen hier starten, beziehungsweise die kann ich nicht starten, deswegen bleibt der gelbe Punkt sowieso aktiv, also was soll's. Sondern eben durch das Festival-Event kommen natürlich jetzt immer noch weitere Sachen dazu, weil, wo war der Info? Hier war das Info. Genau, weil ich kann hier ja auch Pet Food letztlich bekommen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass, weil Incident Artifact ist alles erledigt, Incident Crystals können nicht mehr auftauchen. Das heißt, zum einen möchte ich hier, natürlich brauche ich rote Events. Event-Tickets sind auch hilfreich, weil sie das ein bisschen verlängern. Und ansonsten brauche ich vor allen Dingen Raid Points. Ein bisschen helfen tun auch die Event Points, weil jedes Mal, wenn ich hier aufsteige und 252 jetzt als nächstes von diesen blauen Teilen bekomme, kann ich die ja zumindest hier umfärben lassen in rote mit einem Faktor von 1 zu 5. Und das heißt, aktuell habe ich jetzt 7200 rote Gems angesammelt. Das bedeutet zum einen, dass ich auch hier umgestiegen bin. Das heißt, wenn ich hier diesen Reset mache, gehe ich tatsächlich zu sagen, okay, was soll's, ich gebe einfach die 30 roten Steine aus. So viel Verwendung habe ich dafür nicht mehr, was die Boni angeht, weil die letzten 2 bis 3 Zehnerpotenzen hier für die Upgrades, die werde ich auch jetzt ohne große Job-Items noch absolvieren können. Wobei es hier natürlich, das war hier von der Skala von Anfang an ja schon festgelegt und ist hier auf jeden Fall bisher kein neuer mehr aufgetaucht, was noch unwahrscheinlich ist, dass hier irgendwas noch kommen würde. Aber die Boni sind doch relativ gering, so dass es sich nicht sehr lohnt, dort weiter zu investieren. Genauso wie in die Void Crystals, auch wenn der Effekt in zweierlei Hinsicht natürlich riesig ist, ist eben die Steigerung davon so minimal, dass sich das nicht sehr lohnt. Deswegen werde ich die Gems am Ende für Raid Points ausgeben. Im Moment kann ich mir 72 mal 25 von diesen Teilen kaufen.
Das bedeutet, dass ich aktuell etwa, also dass ich nicht etwa, sondern dass ich aktuell 1800 Raid Points kaufen könnte. Das heißt, damit würde ich auf jeden Fall schon mal die nächste Stufe erreichen. Aber ich lasse es jetzt erstmal noch, solange eben ich die noch nicht komplett zusammenbekomme. Also auch bis zum Ende der nächsten Stufe werde ich mir das zum Schluss aufheben. Und wenn ich die 2800 habe und dann wahrscheinlich schon so viele Gems zusammen, dass ich vielleicht 2000 machen kann, dann werde ich das nämlich mit euch zusammen machen. Und werde dann das letzte Goal, die letzte Errungenschaft machen, während ich das dann nochmal streame und mich letztlich von Midas Gold Plus in der nächsten Folge voraussichtlich verabschieden werde. Wenn sie nicht irgendeine Überraschung haben, irgendwie noch ein neues Element einbauen, so wie damals eben die Pets, dann ist das ja bald abgeschlossen. Also hier seht ihr eben, Wolf als Goal ist eben erreicht und alle anderen waren vorher schon vervollständigt. Und in Steam wird davon eh nichts abgebildet, also was soll's. An sich also, ja, einfach nur just for fun. Das kann ich hier immer noch ein bisschen steigern. Aber es dauert relativ lange, bevor hier ich jetzt die 4,9 erreicht habe. Es läuft schon alles ziemlich langsam. Und im Moment wird es auch noch eine Weile dauern, bis ich dann hier noch die 8 hoch 15 erreicht habe, um dann letztlich hier nochmal den Diamonds Value und die Building Profits wirklich anzuheben. Aber das sind so die Kleinigkeiten. Deswegen einfach nur der aktuelle Statusbericht. Wolf ist da, die Pets, die ganzen Arenengeschichten sind abgeschlossen. Auch hier ist das The Void ist der Abschluss. So wie es ja jetzt sich auch bei... Ja, mal gucken, wo habe ich jetzt eigentlich die... Genau, bei den Missionen. Also die Crystal of the Void, die Void Crystals waren hier der Abschluss. Und ich glaube auch hier... Naja gut, die hießen alle irgendwie. Aber auf jeden Fall ging es auch hier darum, dass die Void Crystals am Ende freigeschaltet wurden, nachdem die ganzen Legendaries und so weiter eingesammelt wurden. Und haben dann eben hier ermöglicht, weitere Boni dauerhaft zu, oder permanent Boni zu akquirieren. Und mal gucken, nochmal bei Medeum, der klassischen Stadt. Das war die hier, die ja schon im Verhältnis relativ früh komplett ausgebaut worden werden konnte. Und dann eben später der Wahr-Außenposten, der auch inzwischen alle Embleme ermöglicht hat und dadurch seine Boni gegeben hat, wo jetzt auch nichts mehr wirklich Relevantes dazukommt. Auch wenn es hier immer mal theoretisch möglich ist, das eine oder andere Gebäude nochmal auszubauen, bringt es vom Effekt her nicht wirklich etwas Relevantes ein. Und kann ich noch ein, ja, also ich kann zwar hier immer noch stückchenweise eben diesen Krieg weiterführen, aber er bringt halt letztlich keine Boni mehr, auch für das Hauptspiel nichts mehr. Und die ganzen Upgrades hier sind eben jetzt bei 1 hoch 300 ja gedeckelt, so dass auch hier nicht wirklich genug Ressourcen zusammenkommen, um hier noch irgendwelche Boni zu aktivieren. Alles in allem neigt sich das Spiel halt dann seinem absoluten Ende zu. Und mal sehen, wie lange ich jetzt noch brauche, um die letzten Raid Points dann tatsächlich einzusammeln. Also soweit von Midas Gold Plus und weiter mit dem nächsten Spiel.